Diesmal starten wir mit der Fortsetzung unseres Live-Let's Plays mit Anno 1800 am 2. Juli auf der Hohen See. Ich hoffe, ihr seid seefest, seetauglich. Reiert nicht über die Reling, wenn es irgendwie vor euch so ein bisschen schwappt und wenn ihr das Gefühl habt, der Meeresspiegel und ihr selber bewegen sich ein bisschen komisch hin und her, der Magen macht Purzelbäume. Frage an meine Co-Kommentatoren Ivy und Orun, seid ihr seefest oder gehört ihr zu der Kotzkübel-Fraktion? Ich bin absolut seefest. Sehr gut. Ich habe einen Segelschein. Ja, ich bin seefest. Wunderbar. Bin ich ja perfekt ausgestattet. Das heißt, ich kann ruhig auf dem Festblatt Land bleiben und schicke euch dann immer zu den Seemissionen raus. Finde ich absolut. Wir haben schon ein Schiff, das Dancing Queen heißt und das auf Ivy hört. Sie kommandiert das Schiff. Wir werden gleich nochmal ein Schiff suchen, das wir auch nach Orun benennen. Mal gucken, welches Schiff wir noch umbenennen könnten. Wasserpfeil könnte umbenannt werden. Ich hätte eine Idee sogar. Ja, bitte? Die Seeadler. Das ist eine gute Idee, das musst du aber kurz erklären. Ich heiße im echten Leben Alexander Adler. Deswegen Seeadler. Der Seeadler ist unterwegs. Da ist der, ein Klepper. So, jetzt hast du dein eigenes Schiffchen. Pass gut drauf auf. Und erlebe Abenteuer, komm halt zurück von deinen Kaperfahrten. Oder von deinen Handelsfahrten oder wovon auch immer. Mache ich. Ich habe schon wieder mit der WASD-Taste versucht. Das ja, es ist, weil alle Spiele das heutzutage machen. Fast alle. Fast alle. Also bis auf ein paar wenige, aber es ist die große Mehrheit. Ja. Was kein Vorwurf an Anno sein soll, aber es ist einfach so. Ich finde, es ist wirklich ein Vorwurf, den man machen kann, weil ich bin persönlich ein glühender Anhänger davon, dass man manchmal stößt es auf Verwunderung oder auf Protest bei den Livestreams, die ich mache, aber es ist wirklich so, ich bin ein glühender Anhänger davon, auch Strategiespiele so zu gestalten, dass man mit nicht mit 100% Aufmerksamkeit, sondern auch mit 70 oder 80% Aufmerksamkeit die spielen kann. Und das ist, finde ich, weil man ist nicht immer, man soll sich nicht immer bis zum geht nicht mehr konzentrieren müssen. Und dazu gehört auch, dass man sich an die gängigen Bedienungsnormen, dass man sich an denen ein bisschen orientiert. Es gibt so viele Möglichkeiten abzuweichen vom gängigen Gameplay im kreativen Bereich, neue Features sich auszudenken, verrückte, coole neue Ideen oder Stories oder Events einzubauen. Da muss man nicht bei gängigen Steuerungselementen einfach die Regeln ändern, wie man ein Spiel bewegt oder steuern, ohne dass es einen Mehrwert bringt. Und es bringt ja keinen Mehrwert. Wenn man auf WASD verzichtet, stattdessen die Pfeile und nur die Pfeile nutzt, es bringt keinen zusätzlichen Wert. Und warum soll man dann von dem, was beliebt und gängig ist und was man automatisiert drin hat, abweichen? Es macht für mich keinen Sinn. Also das ist jetzt nicht das K.O.-Argument, warum das ein schlechtes Spiel ist, aber es macht für mich keinen Sinn, sowas zu machen. Echt nicht. Aber man kann das einstellen, bei meinem Anno geht das. Das stimmt. Man kann es individualisieren und sich verändern in den Optionen. Wir gucken mal, ob unser Artefakte-Schiff, das im Museum alles eingekauft hat, mittlerweile angekommen ist. Ja. Oh, die Dancing Queen ist auch zurück. Und die Dancing Queen entladen wir. Und jetzt müsst ihr mal mit mir euch das merken. Und mir, also Gordon, den Meisterkrämer, der gehört in ein Rathaus, wo wir die Zufriedenheit pushen. Einwohner sind versorgt mit Bier. Ich finde, das ist ein super Typ für ein Rathaus für Investoren. Weil Investoren sind super schwer zufriedenzustellen, neigen deshalb zu Aufständen. Und den sollten wir. Wir haben ein Rathaus für unsere Investoren. Und das ist eines der drei Items, die da drin sind, ist für Investoren nicht optimiert. Da sollten wir Gordon reinpacken. Ich hole den schon mal an Bord. Darf ich dich korrigieren? Ja. Also korrigieren Sie einen Hinweis geben, Investoren brauchen kein Bier. Ja. Es wäre also eigentlich gar nicht so unklug, das nicht für die Investoren zu benutzen, sondern für die Obreros. Die brauchen Bier. Ah, was für eine interessante Idee. Super Idee. Wenn wir die Zufriedenheit von Investoren um plus 5 erhöhen, geben die uns dann mehr Geld? Oder? Durch das Bier sowieso. Wir müssen weniger Bier runterbringen. Die Investoren. Die Investoren, nein, die geben dann nicht mehr Geld. Auch nicht mehr Milch. Nee. Dann würde ich sagen,
das ist eine gute Idee. Weil ansonsten hätte ich gesagt, dass der Geldgewinn groß genug ist, aber wir würden einfach die Aufstandswahrscheinlichkeit der Investoren nur senken. Genau. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir uns irgendein Kanonenboot zum Beispiel und schicken das gleich den Stern oder den Schoner, hier Stern des Südens, schicken den gleich mal rüber. Ich pack da schon mal das Item rein. Und das ist das hier, Gordon, den Meisterkrämer. Wir checken aber erstmal die anderen. Hier ist hier müssen wir noch Gold abladen. Zur Stelle. So, die Dancing Queen hat außerdem an Bord Oberkommissar Clifford. Polizisten plus eins. Das heißt, wir brauchen ein Rathaus mit mindestens einem Polizeirevier in der Nähe, wenn nicht gar zwei. Und dann noch einen erfahrenen Feuerwehrmann, den finde ich sehr wichtig für ein Industriegebiet. Den checken wir gleich mal als erstes. Den erfahrenen Feuerwehrmann. Vor einen Blick in die Zeitung. Das kann ich ja schon automatisch hier machen, ohne lange nachzudenken. Da haben Sie es. Blutrot auf. Das haben wir schon wiederholt gemacht, das muss ich nicht nochmal erklären. Das hatten wir so oft zuletzt, was ich da gerade gemacht habe. Und jetzt gehen wir mal rüber. Sie haben an in unser Industriegebiet und schauen mal, ob wir da schon ein Rathaus haben. Wahrscheinlich bauen wir einfach ein zweites. So. Nee. Rathaus? Handelskammer, oder? Was war das gerade gewesen? Für den Feuerwehrmann. Wo kommt der rein? Das müsste eine Handelskammer sein. Rathaus. Das ist ja fürs Haus. Das ist ja für dann die, nützt er uns ja gar nichts für ein Industriegebiet und für das erhöhte Feuerrisiko da. Glaube, der war. Guck nochmal nach. Ich dachte, der ist Rathaus. Der ist fürs Haus. Für die Stadt, glaube ich. Das ist ja ein Ding. Das wäre ein Frust. Tatsächlich. Ich war so begeistert von ihm. Dann finde ich den plötzlich schon gar nicht mehr so cool. Sag mal, und wenn wir, oder sagt mal, und wenn wir ein Rathaus bauen in ein Industriegebiet, dann funktioniert das doch genauso. Habe ich noch nie ausprobiert, aber es müsste eigentlich funktionieren. Rein logisch müsste es funktionieren. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Wir cheaten mal. Alle festhalten, es wird gecheatet. Live wird gecheatet. Wir brechen alle Spielregeln. Wir nehmen ein Rathaus und packen es brutalerweise da rein, wo die schlimmsten Industrien sind. Und die sind hier oben. Hier oben ist die ganze Schwerindustrie, die ständig explodiert. Jetzt sind dazwischen ein Rathaus hin. Hier hin. Auch neben das Kraftwerk. Das ist dann auch geschützt. Und da packen wir den Feuerwehrmann rein. Ein Feuerwehrwache ist schon mal versorgt. Löschgeschwindigkeit. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine zweite Feuerwache da reinziehen können. Ja, hier, schaut mal hier links. Die Feuerwehrwache hier, die ziehen wir da rein. Ergibt ja auch gerade Sinn, dass das funktioniert. Gerade stand ich irgendwie auch neben mir. Natürlich ergibt das Sinn, weil es ist ja egal, ob es eine Ratskammer, ein Ratshaus oder eine Handelskammer ist. Es beeinflusst ja die Feuerwehr und nicht die Gebäude drumherum. Naja. Ich habe das mit dem Wir cheaten auch so halb ernsthaft gemeint. Hier ich ist war aber gerade selber so ein bisschen. Hier ist nur eine Feuerwehr, die können wir auch ein bisschen dichter ranziehen. Wir wollen natürlich aufpassen, dass weiterhin alles erreichbar ist. Also hier links ist es knapp. Also die Kupfermine wird jetzt schon nicht mehr versorgt. Die Frage ist, geht eine Kupfermine? Doch, die Kupfermine wird knapp versorgt. Und das klappt schon. Also hier ist das Rathaus mit den zwei Feuerwehrwachen sind versorgt. Hier haben wir eine Feuerwehrwache, die reicht bis da oben hin. Jetzt versuchen wir mal zu tricksen. Das hier ist die Nähmaschinenfabrik. Wenn wir die Feuerwehrwache hier unten hinziehen würden. Nee, wir ziehen das Rathaus einfach ein Stückchen hoch. Hier hin. Ach, ich hab's. Wenn man es noch einfacher, das eins nach links. Das hier ist das Magazin. Was ist das hier? Die Großküche versetzen wir, das Magazin eins nach oben. So rum machen wir das. Wir setzen die Großküche, mal gucken, wo wir die hinsetzen können. Hier hin. Hat die da oben Straßenanschluss? Gleich.
jetzt hat sie Straßenanschluss. Und jetzt setzen wir das Magazin eins hoch. Achtung, alle Baumliebhaber, kurz weggucken. Oh, war gar nicht nötig. Tun wir mal so, als wäre das gerade nicht passiert. Und jetzt ziehen wir das Rathaus, was die Feuerwehrwachen versorgt. Ah, ich weiß, wie wir es machen. Das hier reißen wir nochmal ab. Das reißen wir ab. Das verschieben wir. Klappt's jetzt? Rathaus? Ja, eine Feuerwache, zwei, drei, alle versorgt, alles gut. Jetzt nach links. Geht's weiterhin? Ja, noch eins nach links. Noch zwei nach links. Geht's weiterhin? Nein. Jetzt haben wir alle drei versorgt. Jetzt ziehen wir noch eine Straße dazwischen lang. Hier. Die Waffenruhe wurde beendet. So, alles gut. Ja, das ist doch wunderbar. Das heißt, jetzt dank des erfahrenen Feuerwehrmannes werden jetzt gleich alle drei Feuerwehren, die wir hier haben, 50% schneller löschen und die Feuerwehr und die Einheiten werden sich 10% schneller bewegen. Und jetzt gucken wir noch, ob wir da noch irgendwas anderes machen. Ob wir noch irgendjemand anders haben, den wir hier zweckentfremden können, in einem Rathaus, um die Industrie zu pushen. Also den Schank wird schon mal nicht. Die Hausärztin auch nicht. Ist das ein Bäcker? Nein, ist keiner. Wohngebäude auch nicht. Krämerin. Ganz ruhig bleiben, Ivy, ganz ruhig bleiben. Das war sehr böse von mir. Es tut mir leid. Ich glaube, sie ist in Ohnmacht gefallen, oder? Ich habe mich schon innerlich darauf eingestellt, einen Mord aufklären zu müssen. Also von daher. Bevor ich bedroht werde. Wir verstehen jetzt alle den Grund, warum sich Ivy dafür entscheidet, mit Push to Talk zu arbeiten. Lass mich raten, dein Mann hat gerade eine riesen Schimpftirade mitbekommen. Und wir nicht. Ja. Lass uns einfach das Thema wechseln. Ja, ja. Wir gucken, also hier ist nichts, aber wir merken uns mal, wenn wir irgendwann mal ein cooles Industrie-Item haben, das nur für Rathäuser geht, wir können es unterbringen. Mhm. Also jetzt wollen wir die anderen Schiffchen noch versorgen. Der Stern des Südens, das war klar. Oberkommissar Clifford beeinflusst Polizeireviere. Polizisten plus eins. Ich lade ihn mal ab. Und wir halten mal Ausschau, wo die Polizeireviere bei uns überhaupt sind. Und die sehe ich mal wieder. Am besten, indem ich einfach so tue, als würde ich eins bauen. Da sind die nämlich weiß erleuchtet. Eins in der Mitte, eins links. Oben stehen gleich zwei nebeneinander, das ist ja absurd. Wieso haben wir denn das gemacht? Gute Frage. War vielleicht ein akuter Aufstand oder so? Irgendwie so ein Notfall, auf den wir nicht vorbereitet waren. Das heißt, wir könnten ein Rathaus hier in die Mitte stellen und die beiden hier versorgen. Oder wir machen hier oben was hin. Was haben wir denn an anderen coolen Rathaus-Items noch da? Drückeberger, erwartet. Wir werfen mal einen Blick in unseren Kontor bei den Items. Also Clifford. Metzgereien. Naja. Rathäuser brauchen wir. Können die sortieren nach Rathäusern? Ja. Ja, kannst du. Das sind die Rathaus-Items. Die Epidemie wurde besiegt. Krankenhäuser billiger. Naja. Unterhaltskosten futsch. Wohngebäude 5% mehr Geld. Das würde dafür sprechen. Je reicher, desto besser. Wohngebäude mehr Zufriedenheit. Das sind aber coole Sachen. Und Einwohner sind mit Markt versorgt, brauchen wir nicht zwingend. Aber die beiden finde ich cool, ja. Also das Einkommen pro Haus, das würde ich sogar sehr gerne 5% mehr stecken, da reinstecken in das Rathaus, das wir bei den Investoren haben. Weil da haben wir im Augenblick nur das dritte Item, das wir bei dem Investorenrathaus haben. Das ist für Investoren eigentlich suboptimal.
Das ist hier die Dozentin. Arbeitskräfte 15%. Wir halten eine Varieté. Die haben sowieso ein Varieté. Die tauschen wir aus. Da setzen wir rein. Na, wo haben wir es denn? Zufriedenheit? Nee. Die Steuereinnahmen. Wo sind die Steuereinnahmen denn? Ist das nicht der ausgegraute Herr da? Ach, den haben wir anscheinend schon doppelt. Der ist anscheinend schon drin. Den haben wir da schon. Den Fellow. Einkommen. Deshalb geht er nicht doppelt. Alles klar. Okay. Aber dann packen wir die Zufriedenheit rein. Hier, Schankwirt. Ja, können wir machen. Dann setzen wir nochmal zurück. Polizeigebiete und Rathäuser. Also, wir haben... Hier ein Polizeirevier und hier. Wenn wir ein Rathaus in die Mitte setzen, zum Beispiel hier hin. Ah, die können sich ja nicht überlappen. Wir gucken mal, wo wir eins hinsetzen könnten. Die dürfen sich nicht überlappen. Ja. Na, das wird schwer. Hier mal eins stehen. Was sind denn hier für Items dran? Noch gar keine. Wir haben ein Rathaus gebaut ohne Items. Das geht ja gar nicht. Packen wir sofort unsere Items rein. Sind vor allem die ersten drei Zivilisationsstufen da drumherum. Mhm. Daneben wir. Polizeireviere sind ja gar nicht in der Nähe. Wir schieben da einfach ein Polizeirevier hin. Ja, kann man machen. Einkommen, auf jeden Fall sind Fellow. Einkommen erhöht, mehr Arbeitskräfte. Und dann entweder, ja, wir schauen mal, dass wir die Polizei dorthin schieben. Hier oben haben wir doch zwei Polizisten. Den einen schieben wir einfach hier runter. Den hier. Den mopsen wir. Oder der hier. Der steht so ganz weit vom Schuss weg. Den ziehen wir rüber. Den ziehen wir rüber in die Nähe unseres neuen Rathauses. Den schieben wir... hierhin. Hm. Das machen wir. Hier machen wir ein bisschen Platz frei für den. Das wahre Glück auf Erden. Den schieben wir nachher an eine andere Stelle. Den schiebe ich erstmal an den Rand, das Polizeirevier, und hol's mir dann zurück. Das parken wir mal hier. Jetzt können wir da oben nämlich Wohnhäuser hinstellen. Und die wollten wir... Wo war das nochmal? Wo ist das Rathaus? Wo war das Rathaus? Ich sehe es mal wieder nicht. Das ist relativ unscheinbar. Es ist ziemlich genau in der Mitte da. Ich hab's. Also hier die. Da sollten wir... Hier können eine Polizeiwache hin, finde ich. Genau. Geht schon mal nicht. Baumliebhaber nochmal weggucken. Achtung, passiert was ganz Furchtbares jetzt. Nein, hier passiert gar nichts. Hier ist nichts Schlimmes. Weitergehen, hier gibt es nichts zu gucken. Ansonsten kommen die Herren mit den Knüppeln und führen ein paar heftige Diskussionen darüber, dass es hier nichts zu gucken gibt. So, so ist es. Da ist die Polizeiwache und die steht jetzt in der Nähe dieses Rathauses. Nein! Ein Pixelchen. Wir müssen hier die beiden austauschen, rauf und runter. Unfassbar. Jetzt können wir die alle hier verschieben. Sachen gibt's. So. Das kommt hier hin. Das kommt dorthin. Jetzt haben wir es aber. Na, wer sagt's denn? Hat geklappt. Sehr gut. Die andere Polizeiwache war... Hier ist noch eine, genau. Die in der Mitte hier. Ich bin versucht, die auch noch ein Stückchen hochzuschieben. Die Polizeiwache. Das ist das Rathaus. Ja, das machen wir. Wir müssen die Polizeiwache nur hier hinschieben. Das kriegen wir hin.
das machen wir. Weg mit den Blumenbeeten. Blumenbeete werden überbewertet. Das mopsen wir auch. Das kommt hier unten hin. Wo ist die Polizeiwache? Die Waffenruhe wurde beendet. Da. Hier hin. Und jetzt check mit dem Rathaus. Ja. Sehr schön. Als ob wir es geplant hätten. Die ganze Zeit über schon. Haben wir ja auch. Und dann legen wir hier die Straßen noch ein bisschen anders. Dann passen da noch ein paar weitere Häuschen hin. Ziehen wir das so lang. So. So. Reißen hier ab. Und können hier noch das ein oder andere Haus hinpacken. Wer sagt's denn? Alles gut. Werden die hier genug versorgt vom Markt? Ja, geht. Hält sich die Waage. Geht so. Kann mitarbeiten, funktioniert. Hier noch ein Haus hingequetscht. Hier unten kann man auch noch ein paar hinquetschen. Kann man nicht. Hier könnten wir eins hinquetschen, wenn wir so machen. Dann geht das. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ja. Alles gut. Hier können wir vielleicht auch noch was drehen und tricksen. Mal gucken. Ja, hier können wir auch noch was drehen und tricksen. Noch ein Wohnhaus hierhin platziert. Wer kommt denn hier an? Eine Gouvernante. Oh, schön. Dann schauen wir uns nochmal unsere Rathäuser an. Und stellen fest, wir haben doch mittlerweile... Feuer wütet in einer ihrer Fabriken. Hier brennt es. Aber wir haben doch sicher Feuerwehren in der Nähe, oder? Ja, ich höre schon Bummeln. Alles gut. Ich höre gerade aus dem Chat, das Polizei-Item hättest du nicht in den Slot gesetzt. Dann machen wir das jetzt mal. Dann suchen wir uns das Rathaus wieder. Ja, da in der Mitte des Abteils. Schiff unter Beschuss. Ja, ist noch nicht gesetzt. Jetzt aber. Prima. Jetzt sieht man auch, dass die aufleuchten, die Polizeireviere. Und beide Polizeireviere haben dank Oberkommissar Clifford, unserem Polizeiexperten, das darf ich sagen, ist nicht bullenfeindlich, ganz im Gegenteil, das ist bullenfreundlich. Ich bin Writing Bull, ich darf Bullizisten hier einstellen. Ich bin der einzige deutschsprachige Streamer, der Bullizisten einstellen darf, ohne dass sie sich beleidigt fühlen dürfen. Oberbulle Clifford arbeitet hier und hat zusätzlich hier Bullizisten, die hier arbeiten. Prima, wunderbar. Wir wollten auch die weiteren Leute uns hier anschauen, in den die weiteren Items noch, die wir haben. Mhm. Ja, das ist alles so mäßig interessant. Sind die Schiffe mittlerweile alle leer? Nein, wir haben hier noch das Kleine. Wir haben den Stern des Südens und wollten den mit Gordon, den Meisterkrämer, und schicken den erstmal in die neue Welt. Ivy, bist du noch da? Ich habe dich so lange nicht mehr gehört. Ja, natürlich bin ich da. Wir waren gerade so zwei so vertieft, da wollte ich mich jetzt nicht einmischen. Hast du irgendwelche Wünsche? Neue Befehle, Admiral. Willst du den Bäcker? Können wir mal gucken. Bei Madame Carina gibt es den, glaube ich, nicht, aber ich bin jetzt gerade bei ihr. Ja, müssen wir mal gucken, was die gute Dame noch so fürs hat. Museum kann man da weitere Dinge kaufen. Eine von uns beiden, liebe Ivy, hat eben einen Screenshot gemacht vom Museum. Wer von uns beiden war das nochmal?
ich glaube, erinnern zu können, dass ich das war. Ah, dann hilf mir doch mal aus. Wie sieht das aus mit Mumienbandagen? Helfen die uns weiter, wenn wir die bei Madame Kahina kaufen? Die müssen wir haben. Moment, ich mache den Screenshot gerade mal auf. Ich meine auch, ich hätte das Icon schon mal gesehen, also das Bildchen. Na. Ja, Mumienbandagen besitzen wir. Angelaufene Silbermünzen. Haben wir. Ja, du hast ja auch den Zoo-Screenshot. Der Zoo ist eigentlich voll, aber hier ein Schwertfisch, ein ganz seltener. Räuber der Meere. Xiphias Gladius. Ein seltener. Mir fällt gerade ein, fällt mir bei Gladius ein, einen Stream noch gar nicht angekündigt, den ich heute abgemacht habe, mit Entwickler. Den kann ich euch gleich noch ankündigen. Nicht zufällig Warhammer 40k Gladius? Doch, tatsächlich. Wir machen den Release-Stream zum Erscheinen des neuen DLCs in der neuen spielbaren Fraktion mit Lorenz zusammen, mit dem Entwickler, am Release-Tag. Freut mich total, dass der mit dabei ist. Und welche Fraktion ist das? Die heißen irgendwas mit Chaos Space Marines oder... Ach, die Chaos Space Marines, ja. Irgendwie sowas. Und er ist mit dabei. Ach, du meinst die Chaos-Bullen? Ja, genau. Freue ich mich total drauf. Am Release-Abend mit dem Entwickler zusammen den Release-Stream zu machen. Freue ich mich total drauf. Schauen wir uns gleich mal an, wann das sein wird. Schwertfisch, bitte kaufen. Wird gemacht. Und du sagtest auch, die Silbermünzen kaufen, ne? Nein, die haben wir schon. Gut. Dann kaufe ich das erstmal. Dann lassen wir nochmal eventuell die Würfel rollen. Falls du mich brauchst. Oh, ein Haushund. Ich kaufe da keinen Haushund für ein Zoo. Schiff unter Beschuss. Unser Schiff wird angegriffen. Was denn hier schon wieder im Diplomatiemenü los? In Hano schon wieder Krieg? Die markiert schon wieder. Wir nehmen gucken. Es. Wir gehen mal gucken, wo das ist. Ja, da könnte der Chat recht haben. Was sagt der Chat denn? Was ganz Fieses. Nein. Bis WB den Bäcker gekauft hat, ist dieser ein Fall für das Museum. Eines unserer Schiffe wurde vernichtet. Ich liebe Schiffe. Ja, wurde. Welches? Besonders die mit vollen Ladekammern. Das ist nicht klar. Schwierig. Das ist blöd. Jetzt hoffentlich kein Handelsschiff. Ich mache mal ganz schnell, weil ich habe eigentlich... also entweder Rache... Wir gucken mal, ob bei uns in der Nähe... Nee, bei uns in der Nähe sind im Augenblick keine feindlichen Schiffe. Ja, wir müssen ja extra auf Hatz gehen. Dann mach doch wieder einen Waffenstillstand, bevor es eskaliert. Das Geld haben wir doch... Ich meine, wir schwimmen in Geld. Wir sind quasi Onkel Dagobert mit seinem Geldspeicher. 1500 Gold. Das ist ja gar kein Problem. Das haben wir gleich im Chat. Das ist echt doof. Ah, hallo Ostling. Hi Ostling. Wer ist reicher als Dagobert Duck? Wir. Wir. Und, okay, gut. Aber nicht so geizig. Lass uns mal, helft mir mal einen Blick in den Schachterrouten, ob da irgendwo eins ist, ganz ohne Schiffe, aber das sieht nicht so aus. Schiffe sind überall. Aber Ivi, was wolltest du denn jetzt sagen? Ich bin irgendwie... Musst du nicht verstehen. Okay. Ja, also weitermachen. Ich gebe auch nicht so gerne an, das ist alles. Achso, du meintest dich selbst, achso. So, wir sind, das eine Schiffchen fährt rüber mit dem Item. Wir haben noch viele andere Schiffe, wir checken die Schiffe hier. Eldorado, Dancing Queen. Achso, wir waren hier oben unterwegs, stimmt. Wir waren bei Madame Kahina. Wo bist du, Madame Kahina? Hier. Das ist Madame Kahina. Neue Befehle, Admiral. Wir handeln weiter. Weiter und wieder. Den Haushund will ich nicht. Haben wir einen V-Ivy? Den Dschungel des Ostens würde er bewohnen. Ich suche gerade. Ich sehe keinen. Haben wir Aureus-Münzen, die selten sind? Ja, es ist... Ja.
Wir beide wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Hm. Nochmal die angelaufenen Silbermünzen. Rotwild will ich nicht, ist mir zu publik. Quarzkristalle. Diesmal auch nur gewöhnlich. Ein Krokodil für den Zoo. Haben wir schon. Des Ostens, haben wir schon. Haben wir. Da ist aber schon eins verkauft. Unfassbar. Wir könnten hier Schiffe, die die Unterhaltskosten um 40% senken. Wird sofort gekauft. Und ist es bei Daniel Junior unten mit drin. Kann ich dir helfen? Wir lassen einmal die Würfel nochmal rollen. Ein Einhorn! Nee, ein Alpaka. Ich habe mich verguckt. Kann passieren, Entschuldigung. Haben wir auch schon. Teil des Kordilleren-Sets. Schwarzbär haben wir schon. Aureus-Münzen ebenfalls. Paprika-Saatgut brauchen wir nicht. Das reicht jetzt. Ich schicke die mal zurück. Man kann es auch übertreiben. Oh, 7000 Münzen von der Prinzessin Sing. Ich bedanke sehr herzlich. Segel setzen! Wir gucken jetzt mal in der neuen Welt, weil da müsste mittlerweile so ein Schiffchen angekommen sein, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Nee, fast. Der Stern des Südens ist fast angekommen. Der bewegt sich gar nicht mehr. Wir gehen mal trotzdem hier unten gucken, ob ja alles nach dem Rechten läuft. Wir werfen mal einen Blick in Perlenschmuck. Darauf, ob die Menschen alles haben, was sie brauchen. Wir wollten uns eben um Kaffee kümmern. Da war doch was. Stimmt. Das haben wir nicht durchgezogen. Das war ein schwarzes Gold. Mhm. Damit fingen diese ganzen Geschichten an. Irgendwie eine Kette. Wir kamen vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich weiß nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Aber es begann alles hier. In schwarzes Gold. Alles begann in schwarzes Gold mit dem Kaffee. Und alles wird damit enden. Könnte gut sein. Uns fehlen hier jede Menge Obreros. Mhm. Und uns, ja, wir wollen hier einfach, wir bauen hier Häuser, ne? Wir bauen hier Häuser, Häuser, Häuser. Haben die Menschen denn so halbwegs alles, was sie nachfragen? Na, wir müssen uns gleich um Ponchos kümmern. Also Ponchos werden in kürzester Zeit hier ein Problem sein. Ich glaube, die produzieren wir ja auch vor Ort. Mhm. Würde mich wundern, wenn nicht, ja. Ja, man kann sie auf jeder Insel produzieren, deswegen. Wir haben eine Alpaka-Farm, eine Poncho-Weberei. Wir werden das jetzt mal verdoppeln. Das ist... Wo ist das denn? Hier? Nein. Hier unten. Ach. Okay, dann setzen wir das hier hin. Eine Poncho-Weberei kommt hier hin. Und von der Alpaka-Farm. Wie viele Alpaka gibt es denn hier auf Vorrat? Das Insellager ist relativ voll. Wird bald geliefert. Wir bauen noch eine Alpaka-Farm daneben hin. Ich brauche ja auch einiges. Nämlich... Wie viele von denen? 4 Stück. Okay. Oh. Oh. Das ist ja unpraktisch. Doch, jetzt haben wir die. Jetzt sind alle 4 da. Alles gut. Haben wir hier Lehm? Nein. Haben wir hier genug Steine? Es geht. Wir könnten demnächst mal ein paar Steinchen hier hinbringen. Aber das sieht so aus, dass wir uns hier keine Sorgen machen müssen. Sollen wir hier mal aufleveln? Ja, Lagerhaus wird ausgebaut. Das sollte dann besser reichen. Das ist, glaube ich, eine wirklich gute Idee. So. So. Alles gut, ja.